In diesem Video zeige ich dir die One Audio A10 Focus. Das sind Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling, High Resolution Audio und du kannst sie per Bluetooth 5.0 mit deinen Geräten verbinden. Alternativ kannst du natürlich auch ein Kabel verwenden mit 3,5 mm Klinkensteckern. Die Kopfhörer kosten zwischen 70 bis 80 Euro. Und ich würde empfehlen, schauen wir uns die Kopfhörer doch mal etwas genauer an. Geliefert wird alles in einem Karton. Darin befindet sich dann nochmal eine Hartschale mit den Kopfhörern. Damit könnt ihr sie auch sicher transportieren oder aufbewahren. Zusätzlich zu den Kopfhörern befindet sich darin ein 1 Meter langes Kabel mit 3,5 mm Klinkensteckern und ein 60 cm langes Ladekabel mit USB-C zu USB-A Anschluss. Die A10 Focus sind übrigens Over-Ear-Kopfhörer. Das bedeutet, dass diese Ohrmuschel hier dein komplettes Ohr umschließt, sodass das hier ganz bequem drin liegen kann. Wenn du es nämlich mit On-Ear-Kopfhörern vergleichst, dann ist die Ohrmuschel dort nämlich viel kleiner und wird permanent auf das Ohr drücken. Deswegen sind diese Kopfhörer hier oder allgemein Over-Ear-Kopfhörer auch beim längeren Tragen deutlich bequemer und deswegen habe ich die bis jetzt auch immer bevorzugt. Was die Größe betrifft, du kannst die Bügel der Kopfhörer auf beiden Seiten um 3,5 cm verlängern. Die Bügel sind aus Metall und machen einen sehr robusten Eindruck, was mir persönlich sehr gut gefällt. Die Ohrmuscheln der Kopfhörer sind außerdem drehbar und können sich so für einen besseren Sitz deiner Kopfform anpassen. Für den Transport können die Kopfhörer zusammengeklappt werden. Die Scharniere sind hier ebenfalls aus Metall. Alle Funktionen dieser Kopfhörer kannst du übrigens über die Tasten hier steuern und auch diese Taste. Hier aktivierst du zum Beispiel den Aktiv-Noise-Cancelling-Modus. Du kannst das aber auch ausstellen oder du kannst auch einen Transparenz-Modus wählen. Auf dieser Seite findest du die Tasten zur Steuerung der ganzen Audiofunktionen, zum Beispiel die Wiedergabe von irgendwelchen Liedern in deiner Playlist. Die kannst du hier starten, du kannst das auch stoppen, dann kannst du hier lauter, leiser machen, du kannst den nächsten Track starten oder den vorherigen und du kannst natürlich hier auch Anrufe entgegennehmen, wenn du das Ganze mit einem Smartphone gekoppelt hast. Kommen wir mal zu dem verbauten Akku mit 800 mAh. Mit einer vollen Ladung kannst du ungefähr 50 Stunden Musik im Bluetooth-Modus hören. Wenn du zusätzlich auch noch Noise Cancelling aktivierst, dann verbraucht das natürlich extra Energie und dann sind es etwa 40 Stunden. Wenn du die Kopfhörer laden möchtest, dann nimmst du einfach das beigelegte USB-Ladekabel und dann kannst du sie etwa in 2 Stunden wieder vollständig aufladen. Alternativ zu der Bluetooth-Verbindung mit ca. 10 Meter Reichweite kannst du die Kopfhörer auch über das 1 Meter Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker an eins deiner Geräte anschließen. Um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie der Tragekomfort von diesen Kopfhörern ist, habe ich die einfach mal ein paar Stunden hintereinander getestet. Und angegeben sind die ja mit 295 Gramm Gewicht. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Und ich muss sagen, auch wenn man die länger auf hat, beziehungsweise fand ich das jetzt so, sitzen die echt gut und im Großen und Ganzen ist das Ganze auch angenehm. Die A10 Focus sind geschlossene Kopfhörer und das fällt beim Aufsetzen auch sofort auf, denn äußere Geräusche werden deutlich reduziert. Andersherum können Menschen in deiner Umgebung nur schemenhaft mitbekommen, was du dir damit anhörst. Außer du setzt deine Kopfhörer ab, denn die weichen Ohrpolster schließen ziemlich gut ab und dämmen den Schall. Für den Fall, dass du deine Außenwelt besser hören möchtest, gibt es aber auch den Transparenzmodus. Der bewirkt, dass die Mikrofone hier an der Außenseite von den Kopfhörern den Klang nach innen übertragen und dann kannst du wieder deine Außenwelt gut hören und verstehen. Ich finde, die Bässe und Höhen werden bei den Kopfhörern gleichermaßen gut betont und das Noise Cancelling funktioniert auch recht gut. Wenn dein Audiomaterial übrigens hohe Bitraten und Sampleraten besitzt, sagen wir jetzt mal 96 kHz und 24 Bit, dann profitierst du hier nochmal von einem extra guten Sound, denn die Kopfhörer sind in der Lage, Audiodateien in High-Resolution-Qualität wiederzugeben. Ich finde, durch den Funktionsumfang, die Verarbeitung und die gute Bedienung haben die Kopfhörer eine sehr gute Preis-Leistung. Deshalb empfehle ich die auch gerne weiter.
In dem nächsten Video zu Kopfhörern werde ich dir übrigens die One Audio Monitor 80 vorstellen. Das sind allerdings etwas speziellere Kopfhörer und wenn du das auch sehen möchtest, dann abonniere am besten den Kanal. Ich sag dann ciao, mehr von mir findest du hier und dann vielleicht bis bald.